dass trotz Faschingsverpflichtungen so viele unserer Einladung gefolgt sind. In unserer Einladung nicht angekündigt, konnten wir kurzfristig die Zwei-Mann-Band Grigoli gewinnen. Sie begleiten uns heute mit mehreren Eigenkompositionen und nachdenklichen Liedern durch den Abend. Wenn es da ein bisschen ruhiger wird, dann hört man es auch besser. Wir wollten mit Absicht mit dem Lautsprecher arbeiten, weil dann kann man sich eigentlich gar nicht mehr unterhalten. Hinter Grigoli verstecken sich Georg Brandmeier und Olli Miller aus dem Münster. Sie spielen in dieser Formation seit 2006 zusammen und geben heute in diesen Räumen ihr Debüt. Bevor Peter Fessel dankenswerterweise die Laudatio erhält, spielen sie nochmals auf. Nach der Festrede möchte noch mein Fotofreund und Mitaussteller, der Wolfgang Kramann, einige Sätze loswerden. Und dann eröffnen wir offiziell die Ausstellung und laden ein. Wir sind die Giganten dieser Zeit, wir sind die beste Gelegenheit, es wird Zeit zu sehen, wohin du gehst, bevor du auf der falschen Seite stehst. Wir sind die Giganten dieser Zeit, wir sind die beste Gelegenheit, es wird Zeit zu sehen, wohin du gehst, bevor du auf der falschen Seite stehst. Grenzbereiche der Fotografie. So betiteln die Fotografen Behringer und Karlmann ihre Bilderausstellung, die zu eröffnen ich heute die Ehre habe. Ja, es ist eine Ehre, denn die beiden Fotokünstler sind wirklich große Meister. Und als Betrachter kann ich doppelterweise nur ganz, ganz klein vor den ausbelichteten Fotoprodukten stehen. Zum einen ist es das Format, das bereits wegen der gewählten Größe ungeheuren Eindruck hinterlässt. Zum anderen ist es aber das, was das Betrachterauge wahrzunehmen vermag. Kolossale Industriegiganten, die vor Jahren die Energieversorgung der DDR sicherstellen sollten, nachdem sie unendliche Meter in die Tiefe schürften, um die kostbare Braunkohle zu fördern. Diese Giganten haben unsere beiden Künstler inspiriert und letztendlich zu dieser Ausstellung vereint. 2010 waren sie mit einer Gruppe Fotobegeisterter bei Dessau unterwegs. Was sie zu Gesicht bekamen, schienen die Fotografen zu erschlagen. Längst in Rente geschickt, standen diese Maschinen da, rostig, aber trotzig, wie Dinosaurier des Industriezeitalters. Ja, just dann aus dem Verkehr gezogen, als ihre Abmessungen alles bisher Dagewesene in den Schatten stellten. Vom Funktionalismus der Ingenieurskunst geprägt ist. Er nimmt sie, diese Maschine, konsequenterweise als Ganzheit ins Visier und setzt als verfremdender Fotokünstler noch eines drauf. Die Methode der Mehrfachbelichtung greift die Komplexität dieser Maschine praktisch auf. Das Durcheinander, leger gesprochen, wird durch Mehrfachbelichtung noch undurchsichtiger, geheimnisvoller, fast mystisch. Die Impression des Räderwerks nimmt den Fotografen gefangen und wir Betrachter dürfen teilhaben am Staunen. Kollektives Staunen, liebe Besucher, ist heute Abend erlaubt. Wolfgang Karlmann, der zweite im Bunde, nähert sich mit gleicher Ehrfurcht, aber mit anderer Methode dem Industriekoloss. Mit einem 360 jetzt müssen Sie sich selber um 180 Grad bis zu 20, manchmal auch noch mehr, Einzelaufnahmen ins Visier, drückt ab und setzt diese Bilder anschließend zusammen. Und weil ihm ein, sage jetzt einmal, sein langes Bild, sein langes Panorama, wie man es von den Alten zum Beispiel gerne hat,
weil ihm das zu lang ist und in der Galerie dann doch nicht Platz hätte, biegt erst um, macht einen Kreis daraus, manchmal entsteht ein kugeliger Effekt, und bei diesem Kugelpanorama habt ihr die ganze Maschine auf einem kleinen Format zusammengepresst. Wenn man die Details wahrnehmen möchte, muss man sich genau vor das Bild stellen, kann natürlich die Details wahrnehmen. Wenn man den Gesamteindruck aber wahrnimmt, dann hat man das Erlebnis, etwas zu sehen, was man vorher noch nie gesehen hat, was man auch nicht so sehen konnte, weil es ja in Wirklichkeit in dieser Form gar nicht gibt. Und dieses Seherlebnis regt die Angst nach Vielschichtigkeit. Verschiedene Ebenen der Wahrnehmung sollen angesprochen werden. Verschiedene Sinne sollen zugleich gereizt werden. Gefühl und Verstand sollen bedient werden gleichermaßen. Ästhetik soll neben Schönheit auf Funktionalität umschließen. Die Idee des Gesamtkunstwerkes wird theoretisch und praktisch durchgespielt. Denken Sie nur an den Anspruch von Musiktheaterformen, der Oper zum Beispiel, wo Wort und Musik sich die Hand reichen sollen zu einem besseren Tanzen. Und so wundert es nicht, dass auch die Fotografie im Laufe der Zeit die Anfangsaufgabe der reinen Abbildung schon bald hinter sich gelassen hat und Kunstformen entwickelt. Immer neue, immer wieder Experimenten entsprungen. Langjährige Fotokünstler, wie unser allseits geschätzter Clemens Fehringer, haben selbst erlebt, was sich im Laufe von Jahrzehnten im Fotobereich getan hat. Ich meine jetzt nicht neue technische Erfindungen und neueste Bearbeitungsmethoden. Natürlich, die haben das Fotografieren zusätzlich revolutioniert. Nein, ich meine jetzt die veränderte Herangehensweise beim eigentlichen Fotoakt. Was sehe ich? Was will ich auswählen? Wie will ich es präsentieren? Und so weiter. Sein Fotobuch, das ich vorhin hingewiesen habe, ist praktisch ein Beweis dafür, wie sich ein einzelner Fotograf über die Zeit hinweg weiterentwickelt und dabei doch im Anspruchsdenken sich selbst treu bleibt. Das ist es letztlich, was aus dem Fotografen den Fotokünstler macht. Ich bin ziemlich überwältigt, dass so viele von Ihnen, von euch, bei dem Wetter teilweise von weit weg hierher gekommen sind, um ein paar schräge Bilder, ja, so schräg sitzt man jetzt hier gerade, anzuschauen. Aber wer Clemens oder mich kennt, weiß, dass er keine süßen Kätzchen und keine röhrenden Fische erwarten kann, die da in der Ausstellung sind. Ich möchte noch ganz herzlich unsere kleine Fotogruppe begrüßen. Sie sind heute fast alle da. Ja, da sind die meisten gesehen. Das sind vielleicht immer noch nicht versteckt. Die ersten von uns haben sich 2005, 2006 bei VHS-Kursen von Clemens kennengelernt. Inzwischen sind wir 10 Fotoverrückte. Und wenn wir zusammen unterwegs sind, tragen wir Ausrüstung von mindestens 3 Zentnern im Wert von einem kleinen Wagen mit uns rum. Wir erregen auch entsprechendes Aufsehen. Die Bilder, die Sie hier sehen, sind fast alle, die von Clemens alle, von mir fast alle, bis auf 2, bei unseren gemeinsamen Exkursionen entstanden. Herzlich danken möchte ich allen, die bei der Vorbereitung und der Durchführung geholfen haben. Es steckt nämlich ganz schön viel Arbeit dahinter. Manchmal ist es ganz gut. Je weiter weg, desto schneller heißt, ganz schneller, ich weiß.